Dögel, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. So, kann losgehen. Dann herzlich willkommen, liebe Kollegen, zum Pressegespräch vor dem Heimspiel des Halleschen FC am Sonntag, 23. September, 14 Uhr gegen den VfR Aalen. Trainer Thorsten Ziegner ist wie immer Ansprechpartner und wir freuen uns auf die Frage von Radio SAW, ist klar. Ja, los geht's. Ja, die erste Frage drängt sich ja nun heute auf. Was macht denn dieses Urteil im Fall Braydon Manu jetzt mit der Mannschaft? Wie muss die Reaktion da aussehen? Ja, vom Grundsatz her erstmal nichts im Vergleich zum letzten Sonntag. Ja, wir wussten dann schon, dass er für das anstehende Spiel am Wochenende jetzt nicht spielberechtigt sein wird. Ja, und darüber hinaus haben wir uns jetzt erstmal noch keine Gedanken gemacht über die kommende Woche dann, sondern unser Fokus liegt 100% auf dem Spiel gegen Aalen. Ja, und die allgemeine Meinung von uns, ja, und da spreche ich am Ende des Tages den gesamten Verein an, den haben sie ja in den letzten Tagen oder gestern dann gelesen und die Pressemitteilungen sind eben so, wie sie es gewohnt sind, ja, dass die nicht von einer Person abhängen und die Meinung einer Person sind, sondern des Gesamtvereines. Und so geht es uns allen, ja, dass wir vom Grundsatz her entsetzt sind darüber, dass eben kein Spielraum für den DFB da war, dort die Dinge, die tatsächlich auf dem Tisch liegen, so zu bewerten, wie sie sind. Und jetzt müssen wir es hinnehmen und müssen es abhaken und das haben wir getan und jetzt gilt unser Blick auf das Spiel gegen VfR Aalen. Aber mit diesem Urteil im Hinterkopf, ist es dann nicht ähnlich wie bei einer roten Karte auf dem Feld, dass dann die übrigen neuen Feldspieler mehr noch aus sich rausholen? Ist sowas zu erwarten, dass man einfach dann jetzt auch zu seinen Spielern sagt, jetzt zeigt es denen mal, dass wir dann auch mit dieser Strafe zurechtkommen und zusammen diese Lücke schließen müssen? Nein. Ich glaube, das kann man auch nicht miteinander vergleichen. Ja, also so eine rote Karte in einem Spiel löst für den Moment unmittelbar dieses Signal aus. Ja, dort mehr zu tun, weil wir nur noch zu 10 sind. Und die Emotionen sind natürlich auch im Spiel. So sind die Emotionen da, wenn das Urteil fällt. Ja, und dann ist aber der Abstand zum nächsten Spiel schon wieder da, um das eben sachlich vorzubereiten. Und darüber hinaus wäre es übrigens schlimm, wenn wir sagen würden, jetzt müssen wir mehr tun und es allen zeigen, das versuchen wir am Wochenende auch zu 11. Ja, also es hat jetzt mit einer roten Karte wenig zu tun, sondern wir gehen in den Spiel rein und versuchen eben alles zu tun. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob in der Woche vorher eine rote Karte war. Nichtsdestotrotz ist ja Braydon Manu ein durchaus prägender Spieler, auch fürs System. Wird sich da grundsätzlich dadurch etwas ändern oder ändern müssen in der ganzen Ausrichtung, in der Spielanlage? Weil es kommt ja nun auffallend viel über links in der Offensive und dieser besondere Moment, für den ist ja Braydon auch, wie wir mehrfach uns darüber freuen durften, ja auch immer gut. Also ist da jetzt so in der ganzen Anlage, wird sich viel ändern oder ändern müssen? Nein, also ist unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, davon sind wir überzeugt. Und ich glaube, dass wir in den Spielen jetzt immer wieder gezeigt haben, dass wir über die gesamte Spielfläche, ja, nicht nur über links offensiv, torgefährlich sein können, unsere Aufgaben sauber erledigen und das hat jetzt unmittelbar mit einer Person nichts zu tun. Und dazu kommt eben noch, dass es ja ein Mannschaftssport ist. Also selbst ein Braydon Manu in den letzten Spielen konnte nur deshalb diese Akzente setzen, weil er seine Nebenleute hatte. Ja, und so wird es eben jetzt sein. Die Position wird aufgefüllt durch einen anderen Spieler und wir haben sowieso damit gerechnet oder nicht damit gerechnet, dass ein Spieler über die gesamte Saison immer 90 Minuten super gut ist, sondern wir haben schon damit gerechnet, dass es möglicherweise Verletzungen, Sperren, Formschwankungen gibt und wir darauf reagieren müssen. Und so ist unser Kader aufgestellt, dass wir jetzt dort einen Spieler auf den Platz bringen, wo wir davon überzeugt sind, dass er auch gut auf eine andere Art und Weise, ohne Frage, also kopierbar ist kein Spieler von uns, von unserer Mannschaft, auf eine andere Art und Weise, aber seinen Job genauso gut erfüllen kann auf dieser Position. Dann von mir abschließend vielleicht noch ein paar Worte zum Gegner. Allen, was zeichnet die aus? Wo haben sie eventuell Schwächen?
Ja, zum einen muss man sagen, dass sie in der letzten Woche dann schon ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Ja, mit dem Heimspiel gegen Preußen Münster, das 4-1 zu gewinnen, ist dann sicherlich so eine kleine Überraschung gewesen. Ja, nicht, dass sie es gewonnen haben, sondern dass sie es 4-1 gewonnen haben. Sehr eindeutig. Ein sehr auffallendes Merkmal vom VfR Aalen ist das Umschaltspiel in die Offensive. Ja, alleine mit den Jungs, ob es Schnellbacher in der Sturmspitze ist, ob es Marcel Bär auf der rechten Seite ist und vor allen Dingen Morris auf der linken Seite, die perfekte Umschaltspieler sind aufgrund ihrer Geschwindigkeit, die sie mitbringen, aufgrund ihrer Laufwege, die sie eingehen. Das wird also ein prägendes Element in diesem Spiel sein, dass wir eben vorbereitet sind auf mögliche Ballverluste von uns. Und ansonsten ist es so wie jeder andere Drittliga-Gegner eben auch. Wir werden sie respektvoll empfangen. Wir werden uns perfekt möglich oder so gut wie möglich auf sie einstellen. Und dann werden wir eben versuchen, am Wochenende eine gleich gute Leistung wiederzubringen wie letzte Woche in Uerdingen, nur mit einem anderen Ergebnis. Wer übernimmt? Wer will, wer hat noch nicht? Ich übergebe das Mikro an Christoph Karpe von der Mitteldeutschen Zeitung. Danke, Herr Rössler. Also, machen wir gleich weiter bei dieser ganzen Sache. Morris, der Name ist schon gefallen. Immer wenn er gegen Halle gespielt hat, hat er getroffen. Gibt es da irgendwie eine Sonderbewachung für den? Weil der fühlt sich irgendwie wohl gegen HFC. Ja, also wir saßen ja vor ein paar Wochen auch schon hier und es wurde gesagt, dass der HFC noch nie in Lotte gewonnen hat. Ja, und dementsprechend gehen wir genau das Thema auch so an. Ja, es ist schön, dass es in der Vergangenheit für ihn so war, ja, für den Spieler Morris. Aber es ist jetzt nicht gleichbedeutend damit, dass es so weitergehen muss. Wir werden dort jetzt niemanden abstellen, der ihn bis in die Kabine verfolgt, sondern wir werden es als Mannschaft lösen wollen. Genauso wie wir es in den letzten Spielen eben auch immer als gesamte Mannschaft gelöst haben im Spiel gegen den Ball. So werden wir es diesmal auch angehen. Und wir wissen natürlich um die Geschwindigkeit, um die Stärke eines Morris. Und werden das auch mit extrem viel Respekt in das Spiel mit reintragen, aber ohne Angst. Nächste Personalie, ich hoffe auf eine möglichst konkrete Antwort. Breden Manu ersetzen. Gestern haben wir ein paar Varianten im Training beobachten können. Also Marvin Adjani auf links und der kleine Fiedler auf links und so weiter und so fort. Guttau auf links. Guttau, wie er gestern schon in Uerdingen da mitgemacht hat, ja. Und so weiter und so fort. Wie wahrscheinlich ist die Variante Zoom rechter Außen, Adjani, linker Außen? Die ist wahrscheinlich, aber nicht 100%. Ja, also es ist möglich, dass deswegen genau wegen solchen Dingen trainieren wir es eben. Um uns ein umfassendes Bild zu schaffen, ist es denkbar, Adjani auf die linke Seite zu stellen, ist es denkbar, Zoom auf die rechte Seite zu stellen. Oder ersetzen wir Braden Manu einfach 1-1 mit einem Spieler, ja, und lassen alle anderen Positionen gleich. Alles Möglichkeiten. Wer unser Training regelmäßig verfolgt, und das tun viele hier im Raum, der weiß, dass wir die Donnerstag-Einheit als Zwischeneinheit häufig dafür nutzen, um ein paar Dinge auszuprobieren. Ja, und so auch eben diese Woche, dass wir einfach mal geschaut haben, welche Möglichkeiten liefert unser Kader, auf Dinge am Wochenende zu reagieren. Dort geht es weniger darum, in der Startformation diese Veränderungen zu haben, sondern möglicherweise im Laufe des Spieles aufgrund von Müdigkeit, aufgrund von Verletzungen, aufgrund von nicht so einem guten Tag erwischen, ob man dann die Möglichkeit hat, in Zoom zum Beispiel vom Sturm auf die rechte Seite zu stellen, in Ayani von der rechten Seite auf die linke Seite zu stellen. Diese Möglichkeiten kriegen wir dann im Training, weil wir eben nicht die Option haben, im Spiel dort extrem viele Experimente zu machen, müssen wir es im Training einfach mal austesten und gucken. Es ist jetzt nicht so, dass wir aufgrund des Trainings gestern der hundertprozentigen Überzeugung sind, das so zu tun, wie wir es trainiert haben. Also auch ein Niklas Fiedler oder ein Julian Guttau haben das sehr, sehr ordentlich gemacht. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Zoom rechts beginnt und Ayani links, das ist wahrscheinlich, aber eben genauso wahrscheinlich, dass Ayani rechts beginnt und Guttau links. Und genauso wahrscheinlich, dass Ayani rechts beginnt und Fiedler links. Gestern also Testtag, was nicht getestet wurde, sondern was man durchgehend beobachten konnte, war Sebastian May als zentraler Abwehrspieler. Erleben wir sein Debüt als zentraler Abwehrspieler und Moritz Heyer im Mittelfeld? In einer ganz normalen E-Mail würde ich jetzt schreiben,
Sie oben. Donnerstag, Testtag. Aber da wurde nicht getestet. Sie oben. Besteht eine Gefahr? Also, wenn man guckt, einfach nüchtern auf die Ergebnisse. 3-0 in Jena, dann 2-0, dann 1-0, dann 1-1, dann 1-2. Trudelt der HFC vielleicht auf eine Ergebniskrise? Die Spiele von der Leistung waren ja alle ähnlich. Die Leistungen waren ja alle prima. Besteht da irgendwie eine Gefahr, dass man sich jetzt nicht mehr belohnt, dass man unruhig wird oder sonst irgendwas? Wie Sie ja wissen, bin ich kein Freund von Statistiken, aber trotzdem danke für den Hinweis, ja, dass es genau in diese Richtung geht, würde ja dann am Wochenende 1-3 bedeuten. Ist das so chronologisch gesehen? Dann gilt es einfach für uns, diese Spirale zu durchbrechen und wieder in die andere Richtung zu führen. Ja, nochmal, wir bewerten die Spiele separiert, ja, und haben in allen Spielen, die Sie gerade genannt haben, sowohl sehr positive Dinge gesehen, aber auch Dinge, die noch nicht so funktionieren. Und die versuchen wir unter der Woche eben zu verbessern und die guten Dinge eben zu stabilisieren und zu optimieren. Und so haben wir es diese Woche eben auch gehalten. Und jetzt gehen wir in das Spiel und das Spiel geht 0-0 los. Ja, und unser Ziel ist es, das Spiel am Ende dieser 90 Minuten eben siegreich zu gestalten. Und wie das dann wird, ist egal. Und da spielt auch ein 0-3 in Jena oder ein 0-1 in Lotte für den kommenden Sonntag keine Rolle mehr. Siegreich gestalten ist also auch Abschluss. Abschlüsse, dass vorne also auch mal jemand das Ding mal wieder reinschießt. Hat sich bewährt, dass die Jungs jetzt 10 Euro zahlen müssen, wenn sie über den Zaun bolzen? Ist das weniger geworden? Hat man bessere Abschlüsse diese Woche gesehen? Ja, das ist immer das Witzige an solchen Dingen, die man da möglicherweise mal einführt. Ich kann Ihnen da mal ein relativ bildlich vorstellbares Beispiel nennen. Niklas Landgraf hat in diesem Training in unserer subjektiven Auffassung als Trainer sehr, sehr gut trainiert. Extrem viele gute Aktionen gehabt, sehr akribisch gearbeitet und hat die höchste Strafe bezahlt. Er hat das meiste Geld bezahlt. Ja, das passiert dann trotzdem. Ja, wenn man akribisch arbeitet, wenn man Risikoabschlüsse sucht, wenn man dann nicht sagt, okay, wichtig ist es mir einfach nicht über den Zaun zu schießen, ob ich das Tor treffe oder nicht, ist dabei nicht so wichtig. Mir wäre es einfach nur lieb, wenn ich nicht über den Zaun schießen würde, ist das ja auch nicht der Sinn und Zweck dieser Geschichte, sondern es geht einfach darum, den Jungs mal zu verdeutlichen, dass wir nicht in jedem Spiel 10 hochkarätige Möglichkeiten kriegen werden, um eben Tore zu erzielen. Und ich bin mir gar nicht 100% sicher, ob diese Aussagen von mir, ob das dann tatsächlich auch so in den Strafenkatalog umgesetzt wird. Das ist auch nicht das Thema, sondern ich wollte den Jungs einfach mal sagen, konzentriert euch mehr, versucht die Chancen, die sich eben bieten, noch akribischer zu nutzen, um sich selbst eben auch ein gutes Gefühl zu holen. Und dafür war es einfach nur angedacht. Insgesamt ist es schon ein Thema, dass wir vor dem Tor noch nicht das spielen, noch nicht das bringen, was wir uns alle erhoffen. Aber damit meine ich nicht nur uns Trainer, sondern ich meine die gesamte Mannschaft und vor allen Dingen auch eben die Offensivkräfte. Wir haben heute Morgen eine Trainingseinheit gemacht, wo nur die Offensivkräfte beteiligt waren und sind genau auf diese Themen eingegangen, haben versucht, genau diese Sachen zu machen. Und was eben wieder mal auffällig war, ist, dass so ein Torschusstraining oder ein Chancenverwertungstraining oder Thema insgesamt nicht alleine die Stürmer betrifft, sondern es betrifft wirklich alle Offensivkräfte, weil warum soll ein Außenbahnspieler bei seiner Flanke sich nicht selbst als Ziel setzen, den Ball noch perfekter zu servieren, um dem Stürmer die Möglichkeit zu geben, noch einfacher ein Tor zu erzielen. Ja, und alle Bälle, die so in 16er reinfliegen, nicht alle Bälle, aber viele Bälle, die in 16er reinfliegen, sind teilweise halt wirklich auch unangenehm zu verwerten. Ja, weil sie vorher dreimal aufspringen, weil sie flattern, weil sie zu scharf sind, zu lasch sind. Und wenn wir es schaffen, eben dort eine Balance zu finden zwischen guten Eingaben und eben auch die Konzentration bei Eingaben, die Konzentration beim letzten Ball auf den Stürmer, dass er eben nicht nur noch 1 Meter Platz zum Torhüter hat, sondern vielleicht mal 4 Meter Platz hat, um die nötige Lücke zu finden, um das Tor zu erzielen,
Wenn wir das schaffen, den Balance zu finden, miteinander dort das besser zu tun, dann werden auch unsere Stürmer wieder treffen. Und deswegen arbeiten wir auch dran. Und ich bin aber davon überzeugt, weil die Jungs das eben im Training dokumentieren, dass sie dran arbeiten wollen, dass sie selbst unzufrieden sind mit der Chancenverwertung, dass das zeitnah besser wird. Gibt es einen, dem Sie besonders den Daumen drücken, dass es mal wieder klappt? Boah, naja, gibt's nicht. Also ich betrachte meine Jungs dort alle gleichwertig. Und ich habe im Übrigen auch nichts dagegen, wenn Abwehrspieler Tore schießen. Also wegen mir können sie aus dem Mittelfeld raus Tore schießen, vom Flügel aus Tore schießen, aus der Abwehr aus Tore schießen. Das ist nicht so sonderlich wichtig. Julian Guttau hat sein Debüt gegeben letzte Woche. Vielleicht können Sie noch mal 2-3 Worte zu seiner Leistung sagen, wie Sie ihn gesehen haben. Und ja, von Anfang an können Sie ihn sich ja vorstellen, zumindest mit ähnlichen Prozentpunkten wie die anderen auch. Ja, genau. Also hat jetzt schon in der Zeit, in der aus der A-Jugend zu uns festgestoßen ist, er war ja letztes Jahr schon regelmäßig im Training dabei, hat er schon eine tolle Entwicklung genommen, hatte zwischendurch mal, ich glaube, 3 Wochen oder so eine Blessur, ja, wo er nicht mit trainieren konnte und ist aber jetzt wieder mitten dabei. Ja. Er hat eine tolle Entwicklung, er hat ein riesengroßes Potenzial, das zeigt er immer wieder und er hat eben diesen Vorteil, dass er sowohl im Zentrum, aber auch am Flügel spielen kann. Und das Spiel in Uerdingen war zufriedenstellend, ja, das war das, was wir uns erwartet haben. Er hat dort ein paar gute Aktionen gehabt. Man sollte dann nicht vergessen, dass es wirklich sein Debüt war. Ja, in einem Punktspiel für uns, dort sicherlich auch ein bisschen Nervosität, Aufregung eine Rolle gespielt hat, aber ich finde, dass es im Laufe der Halbzeit, der zweiten Hälfte eben deutlich ruhiger, besser wurde, er bessere Situationen hatte und es ist aber auch noch genügend Luft nach oben. Ja, aber das ist ja dann trotzdem unser Thema, nicht nur in Julian Guttau, wir haben ja viele junge Spieler in unserem Kader, die wir gerne entwickeln wollen und da gehört es eben dazu, auch ins kalte Wasser zu fliegen und Einsätze zu bekommen und er hat sich das verdient aufgrund seines Trainings, was er uns dort anbietet, aufgrund seiner Leistungen in den Pflichtspielen, die er bestritten hat, ob es das Pokalspiel bei Turbine Halle war zum Beispiel, hat er sich das einfach verdient und ich bin mir sicher, da werden noch einige dazukommen. Merkt man das eigentlich, wenn so ein junger Spieler dann praktisch das erste Mal hinter sich hat, so dieses große Debüt ist dann durch, abgehakt, gibt es nochmal einen Sprung, einen Schub? Ist der jetzt irgendwie noch selbstbewusster, ruhiger? Haben Sie den jetzt diese Woche anders erlebt als sonst? Nein, also bei Julian jetzt direkt nicht. Ich denke, wenn man insgesamt so diese junge Generation, die man dann hochholt, gesamtheitlich betrachtet, gibt es tatsächlich Unterschiede in den Charakteren der einzelnen Jungs. Wenn man nur über Julian Guttau spricht, ist es so, dass wir ja im Vorfeld dieses Spieles, und deswegen war er im Kader, deswegen kam er zum Einsatz, genau dieses Gefühl hatten, dass wir ihn reinwerfen können, dass er spielen kann, dass er das Zeug dazu hat, in dieser Mannschaft zu spielen. Und das hat er diese Woche einfach stabilisiert. Also er hat gut trainiert, er ist jetzt nicht diese Woche rumgelaufen und hat vor lauter Brustanschwellen keinen Schritt mehr machen können, sondern er hat genauso demütig trainiert, akribisch gearbeitet, wie er es vorher eben auch getan hat. Und deswegen gibt es dort keinen Unterschied im Vergleich zu den Wochen vorher. Gut, alle versorgt, alle Fragen beantwortet. Gut, dann bedanke ich mich. Drückt uns die Daumen für Sonntag, so es denn geht. Trommelt ruhig noch ein bisschen. Das Stadion kann auch etwas voller werden, denke ich zumindest, obwohl wir zufrieden sind mit dem bisherigen Vorverkauf. Vielen Dank. Tschüss.